Das ist natürlich nur eine Vermutung, aber mir scheint, der Einbrecher ist aus dieser Richtung gekommen. Und dann hat er den Blumentopf umgestoßen. Als dann Mutter hereingekommen ist, wollte er sich irgendwo verstecken. Sie hat ihn gesehen, da hat er sie erschossen. Wer ist da? Wer sind Sie? Inspektor Columbus, Herr Mordkommission. Ich habe mir nur mal dieses Fenster angesehen. Ja, also ich bin Harold Van Wien. Ich habe eine Erkältung, Sir. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe kommen. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen nicht die Hand gebe. Mr. Van Wieck. Oh, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Verzeihen Sie meinen Auftritt. Sie hatten gerade mit dem Kollegen geredet und ich wollte nicht unterbrechen. Sind Sie fertig? Ja. Dann würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich weiß, es ist ein schwieriger Zeitpunkt. Alle Zeiten sind schwierig, Inspektor. Aber ich werde Ihnen antworten, so gut ich kann. Was mich am meisten interessiert, Sir, ist... Sie haben wirklich ein tolles Haus hier. Diese elektronischen Schlösser an den Türen und das Videoüberwachungssystem. So ein Haus habe ich noch nie gesehen. Allein wie die Türen auf und zu gehen. Ihr Haus ist wirklich ein einziger Traum. Eine Sache verwirrt mich noch, Sir. Sie haben gerade dem Kollegen erklärt, was passiert ist. Aber als ich vor ein paar Augenblicken mit Ihrer Frau gesprochen habe, hat sie gesagt, sie sei allein zu Hause gewesen. Das ist völlig korrekt. Sie war allein. Aber dieser umgekippte Blumentopf... Das ist nur eine Vermutung. Wissen Sie, mir erscheint das plausibel, aber ich kann mich natürlich irren. Nein, nein, Sir. Ihre Vermutung ist gut. Es sieht so aus, als ob... Als Sie das Haus verließen, wie spät war es da, Sir? 9.13 Uhr. Ich bin zu einer Kunstausstellung in Beverly Hills gefahren. 9.13 Uhr. 9.13 Uhr, Sir, nicht 15 Uhr. Nein, nein, nein. Ich weiß, das hört sich komisch an, Inspektor, aber ich habe eine digitale Uhr. Sie zeigt ganz deutlich die Ziffern an. Ich habe auf die Uhr gesehen, als ich ging. Ich war spät dran. Man merkt sich die Zahlen besser, wenn die Ziffern aufleuchten. Die habe ich schon mal in der Werbung gesehen. Tatsächlich. Eine ungewöhnliche Uhr. Ja, ja, ich habe sie entworfen. Sie kommt aus meiner Firma und heißt Midastar. Bemerkenswert. Also Sie sind nach dieser Uhr genau um 9.13 Uhr weggegangen. Das ist richtig. Sie können gern die Wache am Tor befragen. Nein, nein, das ist nicht nötig, Sir. Nein. Wissen Sie, Mr. Van Wieck, Ihre Theorie ist sehr interessant. Also Sie vermuten, der Täter hätte irgendwo da drüben in dieser Ecke gestanden. Ja, davon bin ich überzeugt, denn sonst hätte ihn diese Kamera da oben eingefangen. Kamera? Wie meinen Sie das? Ich werde Ihnen das erklären. Hinter dieser Holztäfelung haben wir unseren Tresor. Und jetzt lassen Sie mich das mit der Kamera erklären. Wir haben drei Sensoren in diesem Raum. Sie reagieren auf Licht, Geräusche und die Wärme des menschlichen Körpers. Wenn das System eingeschaltet ist und jemand den Raum betritt, aktiviert das automatisch meine Überwachungsanlage. Der Wächter sieht alle Bewegungen auf dem Monitor und wir zeichnen sie gleichzeitig auf Band auf. Darf ich Ihnen das zeigen? Respekt, Respekt. Bitte, nach Ihnen. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir als erstes das Band angesehen. Der Mörder hätte drauf sein müssen. Unglücklicherweise ist er nicht weit genug in den Raum getreten. Heißt das, dass dieses fantastische System nicht funktioniert hat? Nein, nein. Die Kamera erfasst nur leider nicht den ganzen Raum. Ich werde es Ihnen zeigen. Jetzt ist er hereingekommen. Wo denn? Wo? Ich sehe nichts. Er muss in diesem Augenblick hereingekommen sein, sonst wäre das Band nicht angelaufen. Jetzt fällt der Blumentopf um. Und da kommt sie, ja. Da ist sie. Jetzt sieht sie den Mann. Und dann schießt sie. Das ist fantastisch, einfach fantastisch. Aber eins verstehe ich nicht, Mr. Van Wieck. Wo ist er reingekommen? Ich nehme an, durchs Arbeitszimmer. Durch die hintere Tür. Das heißt, er kam durch diese Tür, ist bis hierher gegangen und hat den Blumentopf umgestoßen.
Er wurde nicht von der Kamera erfasst. So ein verdammtes Schwein. Wie bitte? Ein einziger Meter. Wenn er nur einen Meter weiter ins Zimmer gekommen wäre, müssten wir nur noch zur Fahndung ausschreiben. Vielleicht hat er gewusst, wo die Kameras sind. Das bezweifle ich. Nein, nein, ich glaube, als er die Pflanze umgeworfen hatte, ist er stehen geblieben. Vor Schreck. Würden Sie mir einen Gefallen tun, Sir? Natürlich. Darf ich bitte das Videoband mit in die Zentrale nehmen? Ich weiß, dass es nicht sehr aussagekräftig ist, aber wenn die von dem Band hören, dann wollen sie es auch sehen. Aber natürlich, Inspektor. Ich spule es auf den Anfang zurück. Haben Sie ein 1-Zoll-Gerät in Ihrer Zentrale? Davon gehe ich aus. Es ist zwar nicht meine Abteilung, aber unsere Polizei ist im Allgemeinen ziemlich modern ausgerüstet, wissen Sie? Wenn nicht, können Sie gerne meine Anlage benutzen, Inspektor. Darf ich jetzt bitte zu meiner Frau hinaufgehen? Oh ja, natürlich, Sir. Tut mir leid. Ich hätte daran denken sollen. Selbstverständlich. Gehen Sie rauf. Die Kollegen da draußen werden ihre Arbeit auch bald beendet haben. Danke sehr, Inspektor. Sie, Inspektor? Ich dachte, Sie wollten gehen. Tut mir leid, Sir, wollte ich auch. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich vergessen habe, die vielleicht wichtigste Frage zu stellen. Hat dieser Kerl irgendwas mitgenommen? Nein, nichts. Gar nichts? Nein, gar nichts. Er kann doch nur vorgehabt haben, etwas zu stehlen, wenn er hier eingebrochen ist. Ja, hat er sicher auch. Aber als er geschossen hatte, ist er in Panik geraten. Das wird wohl die Erklärung sein. Bei dieser Sorte Mensch weiß man nie, was in ihnen vorgeht. Ich danke Ihnen vielmals. Ach ja, da fällt mir noch was ein, Sir. Ich habe mir gedacht, in Banken, da gibt's immer zwei Kameras, die den gesamten Raum überwachen. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Aber ich verstehe nicht, warum Sie sich die Mühe gemacht haben, so ein System einzubauen, wenn es hier nur eine Kamera gibt, die lediglich einen Teil des Raumes überwacht. Es ging uns ja nur um den Tresor. Wir haben mit Dieben gerechnet, nicht mit Mördern. Natürlich, Sie haben recht. Das ist absolut logisch, Sir. Entschuldigen Sie bitte nochmals die Störung. Gute Nacht. Ich habe nur eine einzige Frage.